Das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner sorgt für einen erneuten handfesten Streit innerhalb der Ampelkoalition. Vergangene Woche war es von Familienministerin Lisa Paus blockiert worden. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck sieht diese Entscheidung kritisch. Das ist jetzt natürlich kein Glanzstück gewesen, sagte der Grünen-Politiker im ZDF-Heute-Journal. Vor allem ärgert sich Habeck über den Eindruck der zerstrittenen Regierung, den die Gesetzesblockade hinterlässt. Wir versauen es uns permanent selbst. Und das ist natürlich auf Dauer kein Erfolgsgeheimnis, beklagte Habeck. Habeck, der dem Gesetz bereits zugestimmt hatte, betonte aber, in der Sache sei kein Schaden entstanden. Auch verwies er darauf, dass seine Partei in den vergangenen beiden Jahren viele Entscheidungen mitgetragen habe, die nicht in ihrem Wahlprogramm gestanden hätten, aber wichtig für das Land und die Stabilität des Landes gewesen seien. Über die Gesetzesblockade sagte der 53-Jährige, an der Stelle hat's mal nicht geklappt, aber da mag sicherlich auch Frust oder falsche Taktik eine Rolle gespielt haben.